willkommen hier an diesem Dienstag im Living Room. Ich habe diese Woche ein Blind Date. Sag mal was. Burr. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf. Hier ist dein Herzblatt. Moneyboy ist dein Name, wie heißt du richtig? Mr. Moneyboy, a.k.a. Lil Young, a.k.a. MBZ Pineapple the Fruit Dude. Gucci und Prada, ich kauf dir Gucci und Prada, ist auch so ein Hit von mir. Ich kauf dir Gucci und Prada. Bei mir war immer so Profi-Sportler oder Rapper und dann, jetzt bin ich Rapper und so, aber davor war ich Profi-Basketballspieler. Da wird man nur krank und und trinkt zu viel und steckt sich irgendwie mit weiß ich was an. AIDS oder so. Nein, also das no jetzt homo. Nicht. Nein, ja, jetzt. Also, ich bin ja auch ein sehr guter Koch, ich bringe ja auch ein Kochbuch raus demnächst und so ein Trainingsprogramm und so weiter. Das, ich war ja, wie ich vorher gesagt habe, ein Profisportler. Davor war ich Profi-Basketballspieler. Ja, mein Album ist jetzt aktuell draußen, das heißt Hi-Tune. Und wie das Name schon sagt, Hi-Tunes, das war noch so von meiner Phase, wo ich ein bisschen mehr Hi-Tunes, so ein bisschen vielleicht zum Drogen beeinflusst war und so. Aber wie gesagt, so, man entwickelt sich weiter. Jetzt bin ich mehr so auf dem, so ein bisschen wieder zurückkommen in Shape und so. Aber das Album selber repräsentiert halt Turn-Up, Party, Drogen, MDMA, Heroin, Kokain, Alkohol. Auf jeden Fall, finde ich, bei Partys und so ist auf jeden Fall etwas sehr Nices. Nein. Was natürlich auch den allen Leuten, die Sendung sehen, zu empfehlen ist, halt, wenn die abturnen wollen. Nein. Sorry, nein. Also, was? Nein, gar nicht. Nee, ich meine jetzt partymäßig. Nein. Also, hast du jetzt wirklich gerade gesagt, du kannst es den Leuten draußen empfehlen, wenn sie partymäßig so ein Vollgas geben wollen, zu Drogen zu greifen? Mein lieber Scheu, sicher nicht. Nö. Was? Also das finde ich jetzt gar nicht gut. Aber ich merke schon, du bist jedem sein Ding. Ja, auf jeden Fall. Vor allem in Berlin hier so. Nein. Berlin was ist City. Nein, wie? Hallo? Also. Wir sind hier ein Jugendsender. Du kannst doch hier nicht im Fernsehen sagen, dass sie das machen sollen. Nee, auf keinen Fall. Das sollen die auf keinen Fall jetzt machen. Auch beim ersten Ich habe nur einen Date? Job gemacht, auf jeden Fall. Das war nicht witzig. Ja, wie ich jetzt gesagt habe, dass es nicht so zu empfehlen ist, habe ich einen Joke gemacht. Ach. Das war nicht witzig. Aber ich sehe da einen ziemlich fetten Eisberg. Yo, es ist Money Boy bei Joyce TV. Der Boy, der G. Sick wie Leukämie. Und ich stecke jetzt mit AIDS diese Hater an. Und bin am Ballen ähnlich so wie ein Laker, Mann. Check das aus, ich sipp die Coke mit dem Jim Beam Getränk und das Coke ist im Wasser wie ein Swim Team, du Penner. Tschüss. Ich da ein paar Dinge finde, die nicht ins Fernsehen gehören. Dieser Boy ist ein Player. Ich bin ready. Keine Pepsi, Babe, du bist sexy. Cola mit Eis. Das war nicht witzig. Wow. Oh, alle, die jetzt Joyce TV schauen, raucht jetzt eine Crackpipe. Nee, bitte nicht in der Sendung rauchen. Ach so. Nee, das ist nur so Katzenminze. Nee, mach nicht wieder alles kaputt. Nee, besser nicht. Nee, ich hab's. Okay, nee, okay. Vielen lieben Dank. Kein Problem, okay. Dankeschön. Lieber nicht. Lieber so, keine Rauchentwicklung. Das versuchen wir zu vermeiden, auf jeden Fall, definitiv. Ja, sehr gut. Jetzt bin ich so auf jeden Fall am Trainieren und so für die nächste Beziehung. Du würdest deine Freundin mit deinen Kumpels teilen, sexuell. Ja. Also so, ne, sie darf mal mit deinem Kumpel, mit Kumpel 1, 2, 3 und 4, aber sie gehört dir. Ja, gehört, du, so sollte man es nicht darstellen. Aber sie ist deine Freundin, also geliebt, also die Liebe. Ja. Und aber wenn sie da auch darauf Bock hat, natürlich. Meine Homies sind meine Homies und ich versuche mit ihnen zu teilen. Ich komm mit der Gun, bang, 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 bang. Schieße dir vom Kopf deine Ray-Ban. Ich habe vorhin auch gesehen, dass der Kollege Moneyboy unten auf dem Hof an unser Gebäude gepinkelt hat. Hast du das gemacht? Nein. Oh, Jesus Christ, okay. Also die hast du die Hände gewaschen? Hey, der Boy ist immer crispy clean. Jesus. Das wird hier nichts mehr mit uns. Swag. Aber hey, schönen Abend, danke fürs Einschalten. Tschüss. Ich diesen Boy, ich bin Rayman. Du bist dies mit dem Boy, kein Problem, Mann. Ich komm mit der Gun, bang, 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 bang. Schieße dir vom Kopf.